Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Valheim hier aus Steel Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns sind das Chaos. Hallihallo. Der Thompson. Servus. Servus. So, wir sind jetzt hier ein bisschen in der Nacht unterwegs, immer noch auf der Suche nach eventuell einem Wildschwein, was ein Sternchen bei sich trägt. Ich habe schon mal einfach überlegt, ob ich nicht vielleicht irgendwo einen General auftreibe, den Stern abknüpfe und dann an das Schwein ranmache, aber... Ist nicht so leicht. Wir haben keinen General gefunden. Ja. So. Wir sind ein bisschen vor den Generälen. Also die Zeit. Ich gar nicht. Gibt es eigentlich in der mystischen Welt sowas Profanes wie Zeit? Hey, ich meine, wir sind Wikinger. Ja, zeitlos schön. Darüber lässt sich starten. Och, wenn ich so im Spiegel gucke, würde ich sagen, nicht. So. So. Nee, also... Pompom, Katze. Ja, wobei ich stehe neben ihm... Achso, zeitlos schöne Wikinger. Aber ich glaube nicht, dass es Zeit gibt in dem... Ich kann mir nicht vorstellen. Ich bin hier übrigens gerade an der Stelle, wo wir eigentlich. Also, ich glaube, es gibt schon so Zeitphasen quasi. Also Tag Zeitalter. In der mystischen Welt? Ja. Willst du noch ein Zeitalter haben? Nein, da passieren ja auch Sachen und je nachdem, was passiert ist, dann ein Zeitalter. Okay. Sachen machen ist gut für den Rücken. Mein bekannter Streamer. Okay. Hirsch mit einem Stern habe ich gesehen. Nein. Den kann man leider nicht züchten, soweit ich weiß. Nee. Ja, nee, der sagt immer, Sachen machen ist gut für den Rücken. Ja. Schon eine Weile her. Dass ich den auch das letzte Mal gesehen habe. Dann habe ich schon lange nicht mehr geguckt. Nehme ich mal auseinander hier. Ab. So eine Eiche bringt nämlich immer ordentlich Holz. Wie läuft's eigentlich mit deinem Lego? Welchem? Ich glaube, letztens hast du den Bugatti gebaut. Ja, den brauche ich immer noch. Ah. Ja, nee, ich habe jetzt mir zwischendurch mal von Blue Bricks ein paar Steine Baumstamm gestorben. Ich habe ein Vieh mit einem Baumstamm getötet. Fand ich jetzt sehr interessant. Nee, ich habe mir von Blue Bricks so einen Panzer besorgt, aber der qualitative Unterschied ist wirklich spürbar. Also was ist besser? Der Lego ist besser. Okay. Wow. Ich hab's teilweise anders gehört, weil die Steine angeblich aus derselben Fabrik kommen. Nee, also die Steine an sich sind klemmen an manchen Stellen stärker. Also sagen wir mal, die Schwankung zwischen den einzelnen Steinen ist größer. Okay. Also der Passgenauigkeit, das muss ich feststellen. Und die Beschreibung ist einfach saumäßig. Okay, ja. Das ist wirklich was Lego wesentlich besser macht und dass du dann die... Oh, mal, über so viel Lego darfst du gar nicht reden. Dass du dann die Sachen besser zusammengebaut kriegst und finde ich es... Mann! Was, ich habe in letzter Zeit ein bisschen den Held der Steine geschaut. Ja, wer guckt ihn gerade nicht? Ich. Und halt auch so Vergleichsvideos und Reviews von ihm. Der geht hier gerade richtig. Och, was ist denn das für eine Scheiße hier mit dem scheiß Wasser? Jetzt kommt hier schon wieder so ein Grauling angesetzt. Mann, lass mich doch zufrieden. Ich will doch hier bloß die Eichenstämme jetzt irgendwie zerlegen. Ah. Und der hat halt gemeint, Blue Bricks ist halt eher für Advanced User. Na, dann bin ich wohl kein Advanced.
könnte gerade. Also könnte ich. Für solche Sachen mag ich solche Spiele nicht. Wenn sie einen in den Wahnsinn treiben. Mach doch mal die Fackel aus, du Vollpfosten. So. So. Hat mich wirklich nicht machen. Ja, also, wie gesagt, also, ich hab versucht, diesen Panzer zusammenzubauen. Die Ketten sind viel zu lang nach Beschreibung. Okay. Und, also, wenn du es nach Beschreibung zusammenbaust. Und, keine Ahnung, ich weiß nicht warum, aber ich entweder muss ich mich verbaut haben, aber ich habe alle Schritte nochmal nachgegangen. Ich habe hinten eine Lücke an meinem Panzer, die im Bild nicht zu sehen ist. Und ich weiß nicht, was ich da vergessen habe. Muss irgendein Teil vergessen haben anzubauen. Und nee, ist ja nicht im Motor, ist ja in der Heckpartie einfach, wie das zusammenhält. Und als ich denn da einen Teil anbauen musste, ist mir das ganze Modell einmal komplett hier durch die Wohnung geflogen. ja, weil, absichtlich? Nee, also ich habe das versucht ranzudrücken und dann hat ein anderes Teil, was ich in der Hand gehabt habe, um Gegendruck zu zeugen, nachgegeben. Und in dem Moment ist dann aber auch wirklich, hat sich das ganz merkwürdig verteilt. Also musste ich denn hier erstmal hinter Monitor und Honig überall die Teile her suchen, weil das so komplett in sich zersprungen ist. Weil die Teile dann halt eben nicht alle so fest zusammenhalten wie bei dem, was ich von Lego bis jetzt kennengelernt habe. Weil das alles nicht, denn bei Lego hast du sehr viele solche Konnektoren, wo dann Sachen zusammengesteckt werden. Das ist echt verdammt stabil. Also. Ich habe ein Video übrigens gesehen, wo einer aus Lego-Zahnrädern eine 1 zu Google-Übersetzung gemacht hat. Was denn ungefähr, keine Ahnung, 1000, nicht 1000 Jahre, aber irgendwie Ewigkeiten braucht, damit sich denn irgendwie so eine Figur da einmal umdreht. Mhm. Ach, ein Stern. Hab doch einfach einen Stern. Hättest einen Stern gehabt, den hättest du noch leben können. So. Eine Axt. Bald eine Persönlichkeit. So. Ja, nee, aber das, sag ich mal, war so ein bisschen das Spiel mit dem Wix. Ich muss das ganze Ding nochmal auseinandernehmen. Also wirklich in die einzelnen Bauteile. Muss nochmal gucken, wenn ich jetzt wirklich absolut irgendwo vertan habe, aber ich habe eigentlich nichts gesehen bei der Lastkontrolle. Kann ja sein, dass beim zweiten Mal besser läuft. So, was bist du denn hinten für einer? Pfeile wolltest du nicht haben, rennst aber weg, wenn ich die Pfeile habe ich ihn eigentlich. Ich bin jetzt im Rückweg mit dem Kahn, der ist auf jeden Fall schon mal gut beladen. Okay. Schön, schön, schön. Was so schwer, dass ich ihn nicht mehr gescheit durch die Gegend ziehen kann. Mal, habe ich ein Offset gerade in meinem Visier oder was? Dann bin ich so ein schlechter Bogenschütze, dass ich da hintreffe, wo ich hingucke. Ich habe einen Knick in der Linse. Fähigkeit verbessert Bögen 9. Na gut, okay, das erklärt vielleicht den vielen Fehlversuche jetzt gerade auf ein bewegliches Ziel. War erst so stolz, dass ich den Dings so gut getroffen habe. Ein Rehbock. Hat's aber Rehbock. Auch nachgelassen mit der Genauigkeit. Wildschweine. Willst du normale Pfeile oder Feuerstein-Pfeile oder Holz? Ich glaube, das sind Feuerstein-Pfeile. Okay. Sind Bienen drin? Ich habe letztens Screenshots gesehen von einer Base aus Valheim, später. Ja. Der hat eine ganze Burg gebaut. Also so ja, richtig aus Stein und so weiter. Die haben auch irgendwas, was glaube ich in Herr der Ringe oder in Harry Potter vorkommt, haben die schon nachgebaut. Ich glaube Hogwarts, aber ich bin mir nicht. Ja. Ich würde eher auf Helm's Klamm oder so tippen, also aus Herr der Ringe, weil. Helm's Klamm kann auch sein. Weil das wird vom Stil her passen. Dann war es das vielleicht sogar. Bringe ich das durcheinander. Kann ich dir nicht sagen.
Ja, das hat... ist auch nur eine Vermutung. Ja, ja, das war auch so ein Clickbait-Titel von Games. Ja. Ich glaube, hier müssen wir dann noch eine Straße lang bauen. Halbwegs mit dem Kahn. Der kommt. Ach, warte mal, da muss ich mal Ausdauer tanken. Kann ich hier nicht rüberschwimmen? Ich habe hier einen Fluss gefunden. Okay. Ja, es gibt auch so Meeresarme oder so Fjorde oder so. Nein, du kannst quasi. Manche Inseln haben dann so einen Fluss durch, also von Meer zu Meer. God of my God. Dass du die Insel passieren kannst. Also mit. Mhm. Eine Abkürzung. Da. Kommt der Thompson mit dem Kart? Kart Thompson? Ja. Nimmt hatte ich ganz kurz die Kiste da rum. Kiste? Kiste. Aufgesetzt. Hart rennst, schaut das lustig aus. Mhm. Oh, habe ich wieder 42 Pfeile, sehr schön. Kart hat eine Thompson-Stärke. Ein TS. Hast du letztes Mal schon gebracht. Mhm. Ah. Oh, hier sieht's aber sehr zerklüftet aus, interessant. Interessant und sehr zerklüftet. Bienen und Wildschwein mit Sternen, ne? Das ist sozusagen unser... Genau. Ich so, wäre echt nice ich in, zu haben. Bin ich hinweg von zu Hause? Ach du Konzern. Ja, ja, guck an, hier drüben ist wieder... in Meerich, ja. Das sind ganz große Berge. Hm? Irgendwo... Der Boden muss so vibriert, wenn er über so einen Stein rutscht oder so. Ja. Ich jedes Mal Angst, dass ein Troll hinter mir steht. Ja. Ja, ein Troll ist da. Jetzt im TS. Hä? Hm. Trollala. Ja, genau. Das da, ja, da wurde auch ein Kommentar zu geschrieben, wo das mit dem, dass der Internet-Troll nicht von Troll kommt. Also nicht von dem okay. Troll, sondern von, das mit dem Angeln. Mit Troll oder so. Okay. Oh. Ja. Interessant. Ich bin zu alt für den Scheiß. Ich kann sowas nicht wissen. Man lernt nie aus. Oder ist das den Köder sozusagen ausbringen oder? Ich weiß es nicht. Ja. Vermute, ja. Oh, ich habe hier eine Nixe mit einem Stern. Die kann man auch nicht züchten. Hast du schon mal gesehen? Ein echter ja. Star. Ja. Öfter schon. Echt? So. Na gut, also die sieht doch wirklich komplett anders aus als die anderen. Die ist so bläulich. Wirkt genauso schnell. Ja gut. Hat aber ja, zwei Schwänze. Ha, das Doppelschwanzmännchen. Naja. Die mit... Weißt du eigentlich, woran die Doppelschwanzmännchen ausgestorben sind? An Steckdosen? Ja, Erfindung der Steckdose, ja. Ist jetzt manchmal so blöd. Wir? Ja. Was? Also bitte, ja? Was tue ich mir an? Ihr seid manchmal so blöd, sagt er. Ich glaub ja. Jawohl, mein Schwein rennt im Karree. Was ist denn hier bitte los? Ich mag ein Schweinskarree, das schmeckt gut. Was magst du? Schweinskarree. Was ist Schweinskarree? Ein Stück vom Schwein. Ja, aber welches? Karree. Das heißt bei uns Karree. Okay, wir haben jetzt quasi so ein bisschen das Katze-Schwanz-Problem, ja? Karelien. Haben wir auch schon lange nicht mehr. Na du kleiner Grauzwerg, du kriegst jetzt ein paar auf die Nase hier. Na, warte mal, wenn du deinen Freund rufst, ne, dann nehme ich die Axt. Wenn ich... Nimm doch mal die Axt raus. Meine Herren, du bist aber auch nicht multitaskingfähig, du kleiner Wikinger.
kann mir sogar ein Floß bauen. Das Material habe ich sogar alles hier. Sehr cool. Könnte ich theoretisch mit einem Floß zurückkommen. Halt ein Floß, kann man auf dem Floß eine Kiste drauf bauen oder sowas? Gute Frage. Oder hat das... Warte, hat das ich kann es probieren, ich stehe neben dem Floß. Hat das ein Item-Slot? Nein, das Floß das nicht. Storage. Also erstens würde ich mit dem Floß ganz gerne da drüben rüberfahren. Das sieht nämlich interessant aus da drüben. Nein, man kann nichts drauf bauen. Okay. Übrigens hier. Was? Ich habe jetzt gesucht, was der Schweinskarre ist. Ja. So. Pfeifst du übrigens gerade? Pfeift, dein Schwein pfeift. Ja, du pfeifst ein bisschen beim Atmen oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay. Ist ziemlich nah am Mikrofon dran wahrscheinlich. Nein, bin ich eigentlich nicht. Okay. Als Karree wird beim Schwein der Rücken bezeichnet. In Deutschland nennt sich dieser Teil schlicht Kotelett oder Rippchen. Ah, ein Kotelett. Ein Kotelett. So. King of Kotelett. King of Kotelett. Ich muss jetzt hier bauen, damit ich bauen kann. Also ich hier erstmal so ein Ding. So. Dann kann ich hier bauen. Wo ist denn dieses doofe Floß? Da. Ist das immer so hoch am Schweben und fällt ins Wasser? Ja. Okay, gut. Jetzt habe ich ein Floß gebaut. So, jetzt kann ich hier eigentlich noch schnell den Zinn abbauen. Brauchen wir Zinn? Ja. Brauchen können wir alles, ne? Ja. Wenn du Platz im Inventar hast, dann. Ja, ein bisschen habe ich noch. Wasser bauen ist echt doof. Wo bauen? Wasser. Ja, wenn du nah am Wasser gebaut bist. Ja, das ist immer ein bisschen heulerig. So. Dann mache ich jetzt Bank kaputt. Und dann werde ich jetzt auf ein bisschen steigen hier. Bin da drauf. Da drauf springen? Kann ich, gibt es irgendwo eine Leiter oder was? So, komme ich auf. Benutze Ruder. Fahren wir da jetzt mal ganz kurz auf die andere Seite von diesem Seitenarm. Gucken mal, was da drüben so schönes ist und fahren mal übers Meer zurück. Drüben bist du. Ja. Aber hier drüben, das sieht aus wie ein anderes Biom auf der anderen Seite. Da will ich mal hingucken, wo das ist. Ja, du bist ja fast beim Uralten. Wo ist denn der Uralte? Ach, der ist da hinten. Ja, nee, so weit wollte ich ja nicht gerannt. Nee, ich bin immer bloß an der Küste lang gerannt, wegen Schweine und so. Auch regelmäßig Schweine gesehen. Ich habe auch. Aber keine mit Sternen, oder? Ja, mit Sternen. 6 mal Fleisch habe ich sogar in der Tasche. Geh mal gucken. Weiß nicht, kann man Schweine dann später durch Portale bringen? Wie durch Portale bringen? Dass das Schwein durchläuft, oder was? Ja. Drüben ist ein riesengroßer Berg. Da müsste man ja auch nochmal hinfahren. Uiuiui. Sag mal, mit dem Floß so übers Meer fahren, darf man das überhaupt oder ist das gefährlich? Es geht. Hab's mal gemacht und ich hab's überlebt. Nee, sieht doch eher aus wie Dunkelwald. Sah von Weitem anders aus. Würmchen steht da. Schwierig aus. Muss es manchmal mehr unter Wasser als über Wasser. Bin ich. Hat er recht, hat er da. Was hat er da? Recht hat er da. Und wer recht hat, gibt einen aus. Sieht ein kapitaler Hirsch. Hier ist noch Auenlandbiom. Der Wind gedreht.
Gehen wir nochmal schnell darüber. Ich glaube, ich frisst hier sowieso gleich irgendein Seemonster oder so. Ich habe noch nie ein Seemonster gesehen. Naja, ich war nun mal bei euch im selben Channel, wie ihr davon geredet habt, wie eins zu euch gekommen ist. Na, wir sind eher zu einem gekommen. Das war ja auch nichts, das war ja diese, das waren diese komischen Saugwürmer, ne? Ja, irgend sowas. Hat's geklungen zumindest. Aber jetzt bin ich auf dem Ozean. Vom Biom her. Vom Biom her. Ah, hier wird's ja duster. Fängt jetzt auch noch an zu regnen. Na toll. Auf dem Ozean, Sturm. Naja, mit dem Floß. Ah, okay, dann sind die, ist der Regen auch biomabhängig und nicht weltabhängig. Ich dachte, wenn es regnet, regnet es auf der ganzen Welt. Mhm. Aber tut es nicht. Nee, das ist ja schön. Ja, bin gerade überhaupt nicht teamdienlich unterwegs, ne? Irgendwie bin ich jetzt so ein bisschen auf. Macht doch nichts. Hier. Sehr gut. Erkunden ist wichtig. Ja. Ja, aber hier hinten ist so ein riesengroßer Fels im Wasser, von Weitem zu sehen. Ich würde mal hinfahren. Da hinten schon wieder wie Wald aus. Finde ich, dass ich jetzt gleich mit dem blöden Floß hier im mitten im irgendeinem Gebiet komme und sie mich gleich töten hier. Wollte ich hoffen, ne? Schnell noch ein bisschen was. War so interessant, dass das wollte ich mal sehen, was das hier hinten ist. Das sieht auch aus wie Dunkelwald oder Schwarzwald. Fisch, jetzt konnte ich den Fisch nicht fangen, ist zwar gestanden Fisch. Aber ich muss nur E drücken eigentlich, oder? Ja, genau, ja. Musste das sein. Ja, so dass da steht Fisch E drücken zum Fangen. Jetzt stand nur Fisch, aber ich konnte nicht E drücken. Ja, dann ist er noch zu weit weg. Der war jetzt direkt neben meinem Knie. Oder sag, bin ich zu tief Auenwald drin? Von dem Biom. Ah, vielleicht war ich ein Stück zu tief im Wasser. Wo ich schon leicht schwimme. Der Berge hier, das ist aber Dunkelwald. Also ich kann nur empfehlen, baut das schnellere Schiff. Das ist wirklich deutlich schneller. Ja. Also das Floß kannst du da eigentlich abreißen und baut das Schiff. Das Material haben wir dafür da. Und dann müssen wir uns mal irgendwann auch ein bisschen aufrüsten mit, keine Ahnung, Troll oder Bronzerüstung. Wobei ich Bronzerüstung nehmen würde, wenn ich dürfte. Ja. Und dann müssen ich wir vielleicht würde Trolle jagen gehen auf jeden Fall mal. Nochmal zum Uralten und wir müssen vielleicht nochmal so der ein oder andere Dungeon nochmal wegmachen. Mhm. Ja, darüber ein Portal haben wir auch nicht schlecht. Also oder? Hier ist irgendwo eine Dungeon. So eine Trollhöhle. Wo? Ah, da. Okay. Das sieht aus wie eine Dungeon. Boah, da kommst du halt so leicht nicht hin, ne? Also wirklich schon. Nee, hier schon richtig tief unterwegs. Dann steuere ich mal wieder rüber. Dann müsste ich ja mal zu euch fahren kommen. Wieder. Manchmal dreht der Wind auch echt blöd. Ja, stimmt. Aber jetzt habe ich ihn von hinten. Ich komme jetzt erstmal wieder in Richtung gefahren. Wir beenden die Folge an dieser Stelle. Ich hoffe, ich bin wieder trocken. Ach, das ist schön. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Mein Floß sollte halten. Auch diese kleine Ozeanüberquerung, die ich jetzt wieder machen muss. Wollen wir hoffen, dass ich nicht ahnungslos über die Weltmeere schipper und mich dann verlaufe und die Sirenen singen und ich dann zu einer Insel fahre, wo sie mich verführen wollen. Das wäre natürlich fatal, das wollen wir nicht. Gut, sind wir kurz in die griechische Mythologie abgedriftet.
Ja, war noch irgendwas? Habt ihr noch irgendeinen Wunsch? Nicht. Irgendwas Tolles? Nicht. Gut. Ich wünsche auf jeden Fall mir, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und sollte das der Fall gewesen sein, könnt ihr das natürlich durch einen Daumen nach oben signalisieren. Oder auch, wenn ihr mich noch nicht oder den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr auch gerne das tun. Bei uns waren Carlos und Thompson und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Servus.